Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Linke zeigt uns wieder einmal, was es heißt, den Bock zum Gärtner zu machen. Das ist überhaupt eine Redensart wie gemacht für ihre Politik. Sie richten zuerst einen Schaden an und verkaufen sich dann als die, die berufen sind, ihn zu beheben, Brandstifter und Feuerwehr in einem. Mit dem vorliegenden Antrag begehren die Linken, dass wir Schulsozialarbeit als Regelaufgabe etablieren. Im Klartext heißt das, jeder Schule mindestens ein Sozialarbeiter, ob sie nun braucht oder nicht. Schulsozialarbeit scheint nach Auffassung der Linken ein pädagogisches Grundbedürfnis. Wenn dem aber so wäre, dann frage ich mich, weshalb unser Schulwesen in vergangenen Jahrzehnten funktioniert hat und sogar erheblich besser als heute, obwohl es damals noch keine Schulsozialarbeiter gab, geschweige denn eine flächendeckende Versorgung mit Schulsozialarbeitern. In der Antragsbegründung heißt es, dass die Schulsozialarbeit zur Umsetzung der Inklusion und angesichts der Flüchtlingskinder in den Schulklassen nötig ist. Selbst wenn dem so wäre, ich glaube es nicht, aber selbst wenn dem so wäre, selbst wenn Schulsozialarbeit gegen die mit Inklusion und Migration einhergehenden vielfältigen Probleme helfen würde, bliebe aber doch die Tatsache, dass diese Probleme selbst gemacht sind. Diese Probleme sind nicht vom Himmel gefallen, sie sind das direkte Resultat ihrer Politik. Sie, werte Kollegen von der Linkspartei, sind es doch, die mehr und immer mehr Inklusion und immer mehr Migration fordern. Sie schaffen die Probleme, für die Sie dann die Lösungen anbieten, die obendrein, wie ich meine, auch noch untauglich sind. Ihre Politik ist nichts anderes als eine schäbige Inszenierung, die aber von mehr und immer mehr Bürgern durchschaut wird. Bei der Bundestagswahl am Sonntag haben sich nur noch 17,8% der Wähler in Sachsen-Anhalt für Sie entschieden, minus 6,2% gegenüber der letzten Bundestagswahl, und das ist auch gut so. Würden wir das Inklusionsexperiment sofort beenden und die Flüchtlingskinder in Sonderklassen auslagern, wie es die AfD-Fraktion schon mehr als einmal gefordert hat, würden wir die Missstände an unseren Schulen schlagähnlich spürbar reduzieren, und Ihre Forderung nach mehr Schulsozialarbeit wäre unbegründet. Ein weiterer Problemkreis, den Sie in Ihrem Antrag aber wohlweislich gar nicht erst erwähnen, der aber angesprochen werden muss, ist der Umstand, dass die meisten Familien aufgrund des hohen Erwerbsdrucks so viel Zeit mit Arbeit verbringen, dass sie sich nicht mehr hinreichend um ihre Kinder kümmern können. Die Kinder bleiben sich selbst überlassen, verwahrlosen und geraten leider in vielen Fällen auf die schiefe Bahn. Auch hier ist Schulsozialarbeit aber nicht mehr als eine schlechte und ineffiziente Symptombehandlung. Wollen wir das Problem an der Wurzel kurieren, müssen wir, anstatt beide Elternteile zur Arbeit zu drängen, die Familienförderung so einstellen, dass mit Familien mit Kindern nur ein Elternteil arbeiten muss. Wir bräuchten statt mehr Schulsozialarbeit eine umfassende Familienförderung unter dem Motto »Ein Lohn reicht für vier Köpfe«. Entweder Sie sehen das nicht, weil Sie ganz offensichtlich unter einer Erkenntnisblockade leiden, das glaube ich aber nicht, denn so dumm sind Sie nicht, oder, und das ist wahrscheinlicher, Sie wollen ganz bewusst den Einfluss der Familie zurückdrängen. Auch ohne, dass es politisch forciert würde, leiden wir schon darunter, dass immer mehr Aufgaben, die früher die Familie erledigt hat, nun dem Staat aufgebürdet werden. Vom Hüten der Säuglinge bis zur Pflege der Alten. Aufgabe der Politik ist es, solchen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen entgegenzutreten. Sie wollen aber genau das. Sie wollen die Fehlentwicklung, weil sie die normale Familie, die Tradition und die bürgerliche Freiheit hassen. Eifern Sie dem Ideal eines Staates hinterher, der von der Wiege bis zur Bahre die Bürger betreut, in Abhängigkeit hält, ihnen am besten auch das Denken abnimmt und sie im Geiste einer durch und durch perversen Weltanschauung erzieht. Wissenschaftliche Untersuchungen, Sie sagen nicht welche, wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen angeblich, dass die Schulsozialarbeit vielfach positive Auswirkungen hat. Das wüsste man doch gern genauer. Ein Saunaaufenthalt oder eine Ganzkörpermassage haben auch vielfach positive Auswirkungen. Also bitte schön, welche vielfach positiven Auswirkungen hat denn Schulsozialarbeit? Wie die Statistik in diesem Land zeigt,
gehört jedenfalls eine Senkung der Schulabbrecherquote ganz sicher nicht zu den vielfach positiven Auswirkungen der Schulsozialarbeit. Uns allen ist doch klar, sie präzisieren nicht, weil Schulsozialarbeit keine objektiv messbaren positiven Auswirkungen hat. Sie vermittelt ihnen ein gutes Gefühl und das ist alles. Und lassen Sie mich raten, diese scheinbar wissenschaftlichen Untersuchungen wurden bestimmt von Wissenschaftlern durchgeführt, die als Lehrpersonal an den Universitäten Sozialarbeiter ausbilden. Wir haben hier nämlich schon eine sich selbst nährende Industrie. Die Linken wollen viel Geld herausschmeißen, um diese Industrie weiter aufzublähen. Wir aber wollen diesen selbstzweckhaften Betrieb beschneiden, weil wir das Geld für wichtigere Dinge brauchen. Und deshalb sagen wir jetzt mal ganz grundsätzlich zur Schulsozialarbeit. An Problemschulen mag es sinnvoll sein, sehr sparsam, punktuell und zeitlich befristet Schulsozialarbeiter einzusetzen. Wobei es sich auch hier nur um ergänzende Maßnahmen handeln kann. Wichtiger als die Schulsozialarbeit ist in meinen Augen, dass wir den Lehrer wieder mit mehr Autorität ausstatten. Der Lehrer muss wieder in die Lage versetzt werden, für Ordnung zu sorgen. Ihr gesamter Ansatz, jetzt hören Sie mal zu, vielleicht verstehen Sie auch mal was. Ihr gesamter Ansatz krankt daran, dass er dem, ich meine auch Ihren gesamten Politikansatz, nicht nur Ihren bildungspolitischen Ansatz, erkrankt daran, dass er dem Einzelnen Verantwortung abnimmt und die Gesellschaft für individuelles Fehlverhalten haftbar macht. Das ist nichts anderes als die klassische Entlastungsargumentation, die den Verbrecher mit seiner Kindheit entschuldigt. Dahinter verbirgt sich ein großes Problem, nämlich die Frage nach der menschlichen Freiheit. Sind wir frei oder ist unser Handeln bedingt durch unsere Veranlagung, unsere Kontexte? Diese Frage ist nicht zu entscheiden. Klar aber ist, unabhängig davon, ob wir tatsächlich frei sind, gilt, dass wir unter dieser Prämisse handeln müssen. Wir müssen also so handeln, als ob wir frei wären, weil nur unter dieser Prämisse sittliches Handeln möglich ist. Konkret gesprochen heißt das, wenn wir jungen Menschen, denen ein Verantwortungs- und Pflichtgefühl erst anerzogen werden muss, damit gegenübertreten, dass wir ihr Fehlverhalten a priori als Ausdruck sozialer Missstände erklären und es so keine Strafe nach sich zieht, sondern ein Gesprächstermin beim Sozialarbeiter, dann ist das katastrophal. Die jungen Menschen erhalten einen Generalablass für all ihre Verfehlungen. Die Ausbildung von Pflichtgefühl wird nicht nur nicht gefördert, sondern im Keim erstickt. Infolgedessen sinkt die Hemmschwelle, die Hausaufgaben nicht zu erledigen, die Schule zu schwänzen, Mitschüler zu drangsalieren, Sachbeschädigungen zu begehen. Im Zweifel schiebt man das, was man getan hat, darauf, als Ausländer diskriminiert zu sein, in einem Elendsviertel zu wohnen oder darauf, dass die Eltern gerade arbeitslos sind. Hiergegen hilft nur eine Nulltoleranzpädagogik. Die Schüler müssen lernen, dass es empfindliche Folgen hat, wenn sie Regeln übertreten. Und ja, wir müssen wieder zu einer Kultur des pädagogischen Strafens zurückfinden. Wir brauchen nicht mehr Schulsozialarbeit, sondern klare und strenge Regeln, aber auch weniger und andere Regeln. Keine aufgeblähte politische Korrektheit, kein System aus Denk- und Sprechverboten, keine Ächtung von patriotischen Einstellungen mehr an unseren Schulen. Dafür ein klares Bewusstsein von geistiger Freiheit andererseits und Pflicht andererseits. Einerseits und Pflicht andererseits. Beides bedingt nämlich einander. Die permissive Gesellschaft ist nicht so tolerant, wie sie tut. Da sie keine echte Pflicht kennt, kennt sie auch keine Freiheit. Oder, um mit Solzhenitsyn zu sprechen, ein marxistisches System erkennt man daran, dass es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert. Wenn wir dagegen Pflichtverletzungen und Respektlosigkeit sofort streng sanktionieren und die renitenten Schüler merken, dass sie mit ernsten Konsequenzen zu rechnen haben, wenn sie nicht mitspielen, ist Schulsozialarbeit überflüssig. Ich denke, ich habe gezeigt, dass der Antrag nur die Probleme nährt, die er zu lösen vorgibt. Selbstverständlich wird die AfD-Fraktion ihn ablehnen.